Schau dir mal Moji Chicks klären an. Okay. Kann es sein, dass du ein illegales Straßenrennen machen willst? Sie haben wunderschöne Ohrläppchen. Ich habe ein Problem und zwar, ich habe meinen Teddybär verloren. Dein Teddybär? Ja. Und ich wollte fragen, ob ich dann anstatt meinem Teddybär mit dir schlafen kann. Krass, okay, nice, Digga. Ja, du bist vereiert. Ja, das ist cringe, aber der fühlt den cringe einfach. Versteht ihr, was ich meine? Der steht über dem cringe. Das wird mir jetzt ein bisschen ernsteres Video. Und zwar, ihr habt es zwar im Titel schon gelesen, Anmachsprüche. Und viele von euch denken jetzt wahrscheinlich, es kommen Anmachsprüche, aber da muss ich euch leider enttäuschen, weil zurzeit geht mir einfach vieles durch den Kopf. Und ich finde es einfach nur lächerlich und erbärmlich, was ich da in letzter Zeit gemacht habe. Mit diesen Anmachsprüchen. Und jetzt kommt gleich der heftige Twist. Alright, Dog, kann ich dich vielleicht noch kurz auf den Straßenstrich hernehmen? Moji, wichst du? Moment mal kurz, ob ich wichse? Ja, natürlich wichse ich. Ja, ich find's einfach selber nicht mehr cool. Und ich habe beschlossen, dass ich jetzt aufhören werde mit Anmachsprüchen. Joke auf Witz vom Molly Style. Spaß, Alter! Manna zückt der geht! Haha, Manna zückt der geht! Kann ich nicht. Fühl dich, Bruder. Ich bin in der Stadt hier, ja! Jawoll! Habe ich Zucker in den Augen oder bist du so süß? Pound! Die Nummer ging nach hinten los. Hab ich Zucker in den Ohren oder bist du so süß? Moment mal ganz kurz, was war das denn? Okay. Das Ganze geht schon ganz gut los. Ja, ich bin es gewöhnt. Ich würd's feiern, Digga, wenn du mal eine Episode drehen würdest, wo du zu Frauen hingehst und dann mit deinem Motorrad anhältst, deinen Helm abnimmst auf Full-Eier-Basis und dann hingehst, sie tief in die Augen schaust und sagst, sag mal, wiegst du? Mich juckt es eigentlich gar nicht mehr. Ich liebe dich! Hast du Zucker in den Augen oder bist du so süß? Das war doch ein super Anmachspruch, oder nicht? Ich verstehe nicht, wieso die immer weiterlaufen. Also wenn ich eine Frau wäre und so ein sexy Motherfucker auf dem Motorrad zu mir fahren würde, mit einer Kamera auf dem Kopf, ja okay, ich würde auch weggehen. Shawty wanna kiss me. Warte, bevor ich es nachher vergesse, es gibt einen, das ist der krasseste. Ey, der Typ ist der krasseste. Ich schwöre, ich glaube, ich habe jedes Video von dem gesehen, weil das so witzig ist, Digga. Der macht leider keine Videos mehr, aber der macht die besten wirklich, der macht die besten Videos. Lass eins kurz von dem angucken. Ich will jetzt Moji seine Ehre an der Stelle nicht nehmen, aber Bruder, er macht die besten Videos. Ich schwöre, es ist so gut gemacht. Excuse me. Are you from Tennessee? Huh? Are you from Tennessee? No. Don't. Because you look like you're from Tennessee. Okay, you know where you're gonna go. No, you just genuinely look like somebody who might be from Memphis. Or Nashville, maybe. California. Oh, yeah. That's cool. Wisst ihr, was bei dem so krass ist? Der bleibt so locker. Der macht es so, als wie? Nein. Ich mach dich nicht anders. Das ist easy. Du siehst aus, als würdest du aus Tennessee kommen. So. Keine Ahnung. Ja, Digga, ich schwöre, der Typ ist krass, Mann. Der hat's so drauf, Digga. On a scale of 1 to SpongeBob, how ready are you to give me your number? SpongeBob? What do you mean SpongeBob? Because he always says, I'm ready. Have you ever seen SpongeBob or something? Yes. You live here? Yeah. Guck mal, wenn ich das machen würde, ne? Wenn ich hingehen würde und so einen Anmachspruch raushauen würde, alle Frauen würden sich denken, so eine Missgeburt, bitte halt die Fresse. Aber er bringt das mit so einer Attitude rüber, das ist heftig, Digga. Henderson. Oh, okay. How about you? Like Southwest. What's your exact address? Exact address? Yeah. Well, I know where you work, then I gotta know where you live, so. And social. Yeah. If I'm gonna stalk you, I'm gonna do it right, you know what I mean? I'm not just gonna be a one-time deal. Excuse me. I'm afraid of the dark. Will you sleep with me tonight? A couple times. That's worked. Where I said I'm afraid of the dark. Will you sleep with me tonight? Oh.
It was a good gesture. Er läuft einfach mit in den Aufzug rein. Okay, warte, ich wollte mir noch angucken, wie er noch eins davon klärt. Jetzt wird's cringe. Ah, Bulli. Entschuldigung. Entschuldigung. Kann es sein, dass du Google heißt? Wie? Google? Was mit Google? Kann es sein, dass du Google heißt? Nein, warte, du musst fragen, warum. Ja, aber das ist typisch Deutschland. Ich schwör's dir, das ist typisch Deutschland. Nee, und jetzt verpiss dich. Weil du alles bist, nachdem ich jemals gesucht hab. Was soll ich sagen? Es läuft alles wieder wie am Schnürchen. Low life, low life, low life. Also, er kriegt auf jeden Fall erstmal ein Like dafür, von mir, dafür, dass er solche Eier hat, Digga. Oh shit, er hat ein Date. Oh, der hat irgendwas bei seiner Frau falsch gemacht. Oh, jetzt stehst du im Bild, du Vollidiot. Hey, bitte bleib stehen und rede mit mir, bitte. Ich wette um 10 Euro, dass sie weiterlässt. Also, das ist die aus dem Dinger. Redet. Entschuldigung. Ich habe ein Problem und zwar, ich habe meinen Teddybär verloren. Dein Teddybär? Ja. Und ich wollte fragen, ob ich dann anstatt meinem Teddybär mit dir schlafen kann. Schlafen? Ja. Das war jetzt nicht so lustig, oder? Okay, dann tut's mir leid. Wie bitte? Haben Sie vielleicht einen für mich irgendwie so als Tipp? Ein Tipp? Ja. Aber sie bleibt stehen, Digga. Sie bleibt stehen. Ja, okay. Guck mal, sie bleibt aber, das wollte ich gerade sagen, sie bleibt doch extra stehen und verwickelt sich so in das Gespräch. Er hätte sie easy abchecken können. Ich bin mal gespannt, was er hinkriegt. Schön, gell? Schönen Tag. Oh, du Idiot! Ich schwöre, er hätte sie abchecken können. Safe, sonst wäre die direkt weitergelaufen. Die hätte gesagt, ah, irgendwie trotzdem ganz witzig so. Er hat seine Chance, aber er hat es nicht genutzt. Oh mein Gott, war das gerade peinlich. Ja, mein Bruder, das war krank peinlich, ich war auf alles. Oh nee, ich muss tanken, ey, fick dich! Alter, in dem Moment geht die 100 Euro Donation an ihn raus für den nächsten Tank. Wahrscheinlich 100 Euro Motorradtank, das war's komplett. Entschuldigung. Sorry. Mhm. Ja, da seht ihr es. Also die Chicks, die ich juck die einfach nicht. Ich glaube, die sehen mich nicht. Nein, das sind einfach deutsche Frauen, Digga. Deutsche Frauen sind richtig, haben richtig einen Stock im Arsch. Ich lauf weiter. Ich lass mich nicht anmachen. Digga, sag doch einfach kurz Hallo so, als wär's so schlimm, Digga. Digga, hör doch auf, an deinem Schwanz zu spielen. Ja, und jetzt schön deinem Freund die Hand geben, gell? Du Entschuldigung. Aber ich find's krass, dass es sie einfach abfilmt und hochlädt. Also, das würde ich mir jetzt zum Beispiel nicht erlauben. Kennst du dich hier aus in der Nähe? Kennen Sie sich hier aus? Nee. Ach so, ja, weil ich bin auf der Suche nach dem Weg zu deinem Herzen. Wenn Sie wollen. Sie will's noch kurz googeln und den Weg raussuchen, Digga. Maps? Also, ich such den Weg zu deinem Herzen. Herzen? Ja, zu deinem Herzen. Die ist aber lustig. Ich muss wirklich sagen, von allen Sprüchen anmacht, die ich gekriegt habe, es ist die lustig. Es ist die sehr lustige. Du bist die Erste, die über sowas lacht. Ist so, Digga. Es ist halt wirklich die Erste, die darüber lacht, Digga. Die hat wenigstens Humor, Digga. Die ganzen anderen Frauen, Digga. Ich ignoriere ihn jetzt einfach. Da musst du dir aber schon einen besseren Anmachspruch jetzt hier überlegen, weil ich bin nämlich was ganz Besonderes. Ja, Frauen, ihr lieben deutschen Frauen, ihr seid alle was ganz Besonderes. Und deswegen denken wir uns auch ein paar ganz besondere Anmachsprüche aus. Zum Beispiel auf Instagram, wenn der Typ einen blauen Haken hat und euch anschreibt mit Hey, was geht ab? Schick mal Nacktbilder. Dann ist es wieder in Ordnung. Aber jetzt... Wenn jemand auf der Straße sympathisch mit dem Motorrad vorbeifährt und einfach nur nett Hallo sagen will und sympathisch sein will, dann seid ihr wieder die Nase ganz weit oben haben. Verdammt nochmal. Ah, okay, die hat er zensiert, dann fragt er die Leute doch, okay. Entschuldigung. Ja. Kann es sein, dass sie Google heißen? Nee. Sie müssen jetzt fragen, warum. Warum? Weil sie alles sind, nachdem ich jemals gesucht habe. War der gut? War der nett oder? Ach so, okay. Okay. Ciao. Deutscher Humor.
Cringe it away more, Faggers. Hey, die Leute, tut mir schon leid. Ich glaube, ich muss mal aufhören, mit Müttern zu reden. Das ist schon assi, oder? Ja gut, so eine Mutter, die jetzt mit ihrem Kind rumläuft, da kannst du jetzt auch nicht erwarten, dass sie jetzt auf die Anmache eingeht. Ist schon klar. Was sagt ihr? Also, ich kann ja mit Müttern reden, aber nur, wenn die Kinder nicht dabei sind. Irgendwie hab ich da echt schlechtes Gefühl dabei. Digga, er hat einfach den neuen BMW. Sprint nicht! Kann es sein, dass du ein illegales Straßenrennen machen willst? Kann es sein, dass du ein illegales Straßenrennen machen willst? Kann es sein, dass du was möchtest? Ein illegales Straßenrennen machen willst. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall? Nee. Okay. Ich dachte bloß, weil du hast vorhin mit deinem Motor so gespielt. Aber ich hatte eh keine Chance. Warum geht sie nicht einfach aufs Gespräch ein, Digga? Ich verstehe nicht, warum müssen die Deutschen immer so behindert sein, ich schwöre. Immer so dieses... Laber halt einfach kurz mit ihm, du bist doch sowieso gleich wieder weg, Digga. Ich verstehe... Ach, Mann. Okay. Fahr doch ein bisschen vor. Ich wollte den beiden nur ein Kompliment machen. Ich wollte den beiden nur ein Kompliment machen. Ja? Sie haben wunderschöne Ohrläppchen. Danke. Gerne. Ey, diese Einblendungen unten immer mit diesen Emotes, Digga. Oder mit, was ist das, diese Zeichen da, Digga? Ey, der Typ, Mann. Für heute reicht's. Ich kann nicht mehr. Ey, Bruder, ey, Props gehen auf jeden Fall raus. Der hat auf jeden Fall miese Eier, Digga, dass er sowas durchzieht. Ich wünsche mir mehr Episoden, mein Freund. Props gehen raus. Moji, Ehrenmann.